Rohre zu bearbeiten ist oft gar nicht so einfach. Es liegt in der Natur der Dinge, dass das Rohr immer wieder wegrollt. Auf der anderen Seite ist es so, die meisten Spannmittel halten bei Rohren nicht vernünftig. Sieht man hier an meinen Schraubzwingen, an meinem Schweißtisch, das Ganze rutscht immer wieder weg. Und wenn ich es irgendwann geschafft habe, mein Rohr vernünftig zu spannen, dann ist es gerade bei dünneren Rohren so, dass ich das Rohr natürlich auch relativ schnell verspanne. Das ist hier nicht nur auf meinem Schweißtisch so, das ist natürlich am Schraubstock so. Und es ist natürlich beim Absägen auch oft so. Ich kann die Rohre nicht vernünftig spannen, nicht vernünftig positionieren, ausrichten. Dafür bauen wir uns heute zwei absolut geniale Helfer. Und das Beste daran, die meisten von euch werden alles dafür zu Hause haben. Das heißt, die kosten im Prinzip nichts. Solche Helfer kann man natürlich auch kaufen. Die sind meistens aber relativ teuer und unpraktisch. Ich brauche für meine kleinen Helfer, und ihr werdet diese Helfer wirklich lieben, die sind sowas von genial, ein bisschen Rohr. Das ist 21,3 mm Rohr und ein bisschen Winkelstahl. Das ist 25 x 25 mm Winkelstahl. Zusätzlich brauchen wir noch einen Magneten. Der hat einen Durchmesser von 16 mm, eine Haftkraft von 10 Kilo mit einer kleinen M4er Senkkopfschraube. Kostet das Ganze ungefähr 1 Euro. Und dann können wir uns erstmal den Winkelstahl zuschneiden. Da nehme ich zweimal die Länge 50 mm. Das sind natürlich alles nur so Beispiellängen. Man kann sich das Ganze anpassen. Aber ich habe mir das in den gleichen Dimensionen schon mal gebaut. Und das war wirklich extrem praktisch. Darum kann ich euch die Längen wirklich wärmstens ans Herz legen, die ich hier verwende. Wenn wir jetzt die drei Komponenten zusammenlegen, dann sehen wir schon ungefähr, was für eine Rohrlänge wir brauchen für unseren kleinen Helfer. Ich nehme da bewusst ein bisschen mehr, damit ich den Magneten hinterher richtig, richtig gut einstellen kann. Bevor ich mir das Rohr absäge auf 25 mm Länge, kriegt das Rohr beidseitig eine Achse, so dass ich das hinterher wirklich auch vernünftig anzeichnen kann, körnen kann. An so kleinen Stücken hinterher eine Achse anzeichnen ist blöd. Auf die Länge kann man sich problemlos hier eine Achse entweder mit einem Stift oder vernünftig mit der Reißnadel anzeichnen. Die erste Achse ist dabei natürlich kein Problem, die können wir einfach frei Schnauze anreißen. Die zweite Achse soll dann natürlich genau um 180 Grad versetzt sein. Dafür nehme ich einen Zentrierwinkel, zeichne mir das oben über. Das wird auch nie 100 oder 1000%ig genau sein, ist aber für das, was wir hier machen, wirklich genau genug. Ich habe mir jetzt hier zwei 25 mm lange Rohrstücke abgesägt und die bekommen einen Anriss auf 13 mm. Ich werde die gleich bohren dann zweimal und habe dann eine Unterkante, weil ich einen Vierer Bohrer nehme, von 15 mm. Und diese Unterkante versuche ich dann nicht zu beschädigen, wenn ich im nächsten Schritt mir hier zwei Keile austrenne. Die Keile müssen nicht 100%ig 45 Grad sein, sind es bei mir auch deutlich weniger. Die schleife ich mir hinterher vorsichtig aus. Versuche unten wirklich den Radius der Bohrung nicht zu beschädigen. Jetzt kann ich so lange schleifen, bis mein Winkelstahl hier ganz genau drin sitzt und bis der Winkelstahl wirklich unten ganz genau drankommt. So bekomme ich eine extrem genaue Höhe, wenn diese ganzen Schritte einzeln vernünftig angehalten werden. Und wie kontrollieren wir das Ganze? Man kann sich das jetzt hier hinstellen, man kann es mit der Wasserwaage überprüfen. Das ist natürlich nie 100%ig genau. Ich habe ja hier ein langes Rohr und jetzt kann ich hier einfach am Anfang und am Ende messen. Man sieht das hier, ich habe genau an beiden Stellen 23 mm. Ich habe hier also zwei Böcke gefertigt, ganz einfach mit der Säge und der Bohrmaschine, die wirklich relativ genau sind. Die Magneten brauchen natürlich noch eine Aufnahme. Dafür schleife ich mir den Winkelstahl in der Mitte so ein bisschen plan, habe dann die Möglichkeit, hier eine Körnung zu setzen, eine Bohrung zu setzen und ein M4er Gewinde zu schneiden. Die Magneten habe ich jetzt hier unten mit einer Mutter gekontert. Das sieht man hier schön. Dann kann ich die einschrauben und kann das hinterher von der Höhe einstellen. So kann ich mir den Magneten hinterher einstellen, dass der wirklich 100%ig bündig unten sitzt. Also es gibt auch Magneten, die haben sogar ein M4er Gewinde drin. Ich habe hier welche mit einer M4er Durchgangsschraube. Ich kann mir das aber hier richtig schön einstellen, sodass das wirklich auch richtig gut sitzt und das unten 100%ig bündig ist. Nur wenn es richtig schön bündig ist, ich eine richtig schöne Auflagefläche habe, dann funktioniert der Magnet natürlich auch ideal. Magneten in der Werkstatt sind viele genervt, weil die natürlich Späne anziehen. Ist aber wirklich die schönste Lösung.
Und wenn die irgendwo nicht halten oder so, diese kleinen Helfer, ist auch blöd. Mit dem Magneten ist es immer relativ schön. Jetzt kann ich mir mein Rohr auf beiden positionieren und dann schweiße ich das Ganze einfach an. Magneten können natürlich wenig Wärme ab, sollte man vorsichtig sein. Ich mache hier bewusst nur auf jeder Seite einen Punkt. Das reicht vollkommen aus. Das ist im Prinzip, dass das Ganze fixiert ist. Das hat nichts auszuhalten. Und dann hat man im Prinzip zwei schöne Helfer und die können wir gleich mal ausprobieren und dann sieht man, wie genial die sind. Die kleinen Magneten kann ich jetzt hier irgendwo auf meinem Schweißtisch einfach positionieren, kann mein Rohr reinlegen. Jetzt kann ich das Rohr zum Beispiel schleifen oder irgendwas anderes an diesem Rohr bearbeiten, anzeichnen. Das ist sowas von praktisch, kann man wirklich in vielen Positionen nutzen. Zum Ausrichten, zum Positionieren. Wer viel mit Rohren arbeitet, dem empfehle ich, dass man sich da gleich irgendwo 10 Stück von baut, weil es ist so praktisch. Und wenn ich jetzt das Rohr hier spannen möchte, dann kann ich die Schraubzwinge nehmen. Der Magnet hält da dran natürlich an der Schraubzwinge und dann kann ich das Rohr hier vernünftig spannen. Kann hier richtig Druck drauf geben. Ich habe nicht das Problem, dass das Rohr, auch wenn es dünner ist, wirklich irgendwo zerdrückt wird. Ich kann natürlich auch das Ganze mit verschiedenen oder von verschiedenen Seiten spannen. Aber man sieht hier, das reicht auch schon vollkommen aus. Also ist wirklich extrem praktisch, kann ich euch nur empfehlen. Das sind hier so ein paar kleine Beispiele, aber die meisten von euch werden sich das sicherlich denken können und nachempfinden können, wie man das Ganze nutzen kann. Und für den Preis oder so sind die wirklich unschlagbar. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die Magneten kann ich hier in der Form halt wirklich mit der Oberkante bündig positionieren. Die Magneten haben 10 Kilogramm Haftkraft. Das reicht vollkommen aus, ist aber auch nicht so wiederum, dass die Magneten sich nicht mehr lösen. Also für mich ist das wirklich eine ideale Lösung. Habe die schon mal gebaut. Die hat jemand bei mir in der Werkstatt gesehen, habe gleich gesagt, kannst du mir die mitgeben? Habe ich gesagt, gut, nimm sie mit. Ich baue sie irgendwann nochmal und dann mache ich mal ein kleines Video, um den Zuschauern das auch zu zeigen, wie extrem praktisch das Ganze ist. Extrem praktisch ist jetzt auch das Spannen im Schraubstock. Ich kann hier richtig schön mein Rohr einspannen, kann hier die verschiedensten Winkel benutzen. Das Rohr wird an 4 Stellen aufgenommen. Selbst wenn ich es richtig massiv anziehe, habe ich hier nicht das Problem, dass das Rohr in irgendeiner Form verspannt wird. Man sieht das richtig schön. 4 schöne Stellen. Ich kann das Rohr auch verdrehen, wenn ich es in einer anderen Position haben will, in einer anderen Position besser bearbeiten kann, zum Beispiel zum Ausschleifen, wenn ich da irgendwas habe oder dergleichen. Also es ist wirklich unglaublich praktisch. Genauso schön und einfach funktioniert das Ganze jetzt beim Sägen. Ich kann hier ein Rohr vernünftig spannen, kann das wirklich richtig anziehen, dass es nicht irgendwo mitdreht. Gleichzeitig habe ich nicht die Gefahr, dass ich das Rohr in irgendeiner Form beschädige oder platt drücke. Ich kann mir das Ganze natürlich noch für größere Rohre in der Nummer größer bauen, aber im Prinzip reicht das für die meisten Rohre aus, die man wirklich so sägt. Ich kann damit zum Beispiel 60er Rohre noch problemlos sägen. Die werden hier auch noch richtig schön aufgenommen. Das sieht man auch an diesem Beispiel, wenn ich das Rohr hier spanne, das ist ein 88,9er Rohr. Selbst hier funktioniert es noch und wenn nicht, baut man sich das Ganze halt nochmal eine Nummer größer nach, wenn man das braucht. Brauchen aber meistens die wenigsten, die meisten verarbeiten ja diese kleinen Rohre. In diesem Sinne, ich glaube, wenn man sich das so anguckt, dann überlegt man nicht, ob man sowas nachbaut, sondern wann man die Zeit findet, sowas nachzubauen. So eine einfache kleine Konstruktion und die hilft einem Alltag wirklich in vielen Bereichen richtig, richtig schön weiter. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann freue ich mich immer über einen netten Kommentar, über einen Daumen hoch. Bis dann, viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.